Tag fahren rund 2,4 Millionen Fahrgäste mit den Wiener Linien. Dabei fallen jedes Jahr insgesamt 54 Millionen Liter Müll an. Täglich sind hunderte Reinigungskräfte im Einsatz, um Stationen und Fahrzeuge sauber zu halten. Die tiefgehenden Reinigungsarbeiten finden jedoch nach Betriebsschluss statt, nachts, wenn keine Fahrgäste mehr unterwegs sind. Dann beginnt die gründliche Reinigung der Stationen. Die Reinigungsteams sammeln Mist- und Essensreste ein, entleeren die Mistkübel und kehren die Böden. Außerdem entfernen sie hartnäckige Kaugummireste und reinigen Glas, Fensterflächen sowie die Rolltreppen und Handläufe. Zusätzlich werden beim jährlichen Frühjahrsputz nach den Wintermonaten in den Stationen Böden, Wand- und Glasflächen mit einer Gesamtfläche von 70 Fußballfeldern intensiv gereinigt. Auch jeder U-Bahn-Zug wird täglich gesäubert und die Oberflächen werden gereinigt. Untertags entfernen Mitarbeiter der Reinigungskräfte zurückgelassenen Mist wie Papier, Dosen, Flaschen oder Essensreste. In regelmäßigen Abständen werden die Züge intensiv gereinigt, mit Nassreinigung von den Böden bis zur Decke. Dabei werden auch hartnäckige Rückstände am Boden entfernt, Fenster geputzt sowie Sitzplätze und Haltegriffe gereinigt. Bei starken Verunreinigungen im laufenden Betrieb werden Züge übrigens eingezogen und sofort gereinigt. So sorgen hunderte Mitarbeiter täglich für saubere Öffis. Bitte halten auch Sie die Öffis sauber.